Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Was heißt das eigentlich in diesen Zeiten? Für Brot jedenfalls ist gesorgt. Die Bäckereien haben geöffnet, die Lebensmittelgeschäfte, sogar die Baumärkte und die Gartencenter. Nur die Kirchen haben sonntags geschlossen, sogar an hohen Festtagen. Die Gemeinde darf sich nicht leibhaftig versammeln, wegen des Risikos der Ansteckungsgefahr. Sozusagen aus fürsorglicher Nächstenliebe. Dabei sind unsere Kirchen groß genug, um unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gemeinsam Gottesdienste zu feiern. In einer säkularen Gesellschaft möchte die Kirche nicht als Gegner des Infektionsschutzes erscheinen und deshalb lieber aus Nächstenliebe gleich die Kirchentüren schließen. Es sieht nun so aus, dass aus der Sicht des Staates und der Kirchen die Stärkung und Pflege des Glaubens nicht zu den Dingen des täglichen Bedarfs gehören, beziehungsweise zur Bewältigung dieser Krise. Kübelpflanzen aus dem Gartencenter und Winkelschleife aus dem Baumarkt schon. Eine seltsame Gewichtung. Wie wäre es, wenn man die Gottesdienstbesucher nicht mit dem Begriff Hochrisikogruppe stigmatisierte, sondern es ihnen als mündige und gläubige Christen selbst überlässt, welches Risiko sie unter Einhaltung der üblichen Regeln eingehen möchten oder eben nicht. So könnte nämlich lebendiger Osterglaube auch aussehen. Dass Christen sagen, ich weiß, dass ich sterblich bin und ich weiß, dass ich verletzbar bin, aber ich kann damit umgehen. Ich bin weder todesverliebt noch lebensmüde, wenn ich zum Gottesdienst gehen möchte, sondern gelassen und hoffnungsvoll. Lasst mir also die Freiheit, selber abzuwägen, wie ich leben will und welche Risiken ich für mich eingehe und welche nicht. Verweigert mir also nicht den sonntäglichen Gottesdienst, von dem ihr als Kirche behauptet, er sei das Zentrum des gemeindlichen Lebens. Dann steht auch dazu und erhebt die Furcht, sich zu infizieren, nicht zum obersten Gebot. Das Gegenteil von Freiheit ist Gesundheit, hat jemand kürzlich geschrieben. Ein kluger Satz in diesen Zeiten, in denen die Freiheit der Gesundheit geopfert wird und nun den Älteren in den Gemeinden vorgeschrieben wird, wie sie zu leben haben und wie nicht. Es wäre gut, wenn die Kirchen die Freiheit eines Christenmenschen ernst nehmen würden, auch gegenüber dem Staat, und darauf bestehen, dass wir um unsere Sterblichkeit wissen, auch um unsere Verletzlichkeit, aber dass wir damit umgehen können, und deshalb in aller Freiheit selbst abwägen, was uns wichtig ist und was nicht. Wir wissen nämlich und glauben es fest, dass Christus lebt und mit uns ist. Hier und jetzt, heute und morgen und sogar in alle Ewigkeit.